Herzlich willkommen bei der Ski-WM in Ore. Wir sind gerade hier im Containerpark und das ist das Allerheiligste eigentlich im Skirennsport. Hinter jedem einzelnen Container hier befinden sich die Serviceleute, die düfteln, feilen, schrauben und was weiß ich, was die noch alles machen und bearbeiten die Skier, die Beläge, die Kanten, um natürlich den Siegerski für den jeweiligen Superstar herauszuarbeiten. Und wir trauen uns jetzt mal hinein in das Allerheiligste. Wir besuchen den Ingo Fink, das ist der Servicemann von unserem zweifachen Olympiasieger Matthias Mottl-Meyer. Also liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir wagen uns jetzt einmal da hinein zum Ingo. Bitte, wenn Sie mir folgen. Hallo, hallo Ingo, wir dürfen dich kurz besuchen. So, wir sind hier beim Ingo Fink, das ist der Servicemann, der dem Mottl-Meyer schon 2 Goldmedaillen ermöglicht hat. Lieber Ingo, wie geht es dir? Servus, wohl, super. Passt soweit. Alles Paletti bei dir? Soweit, so gut, ja. Okay. Du hast ja eine ganz, ganz wichtige Rolle hier, wie wir ja wissen, vor allem auch bei diesem speziellen Schnee, der hier in Ore ist. Ich glaube, diese Art von Schnee, diesen trockenen Schnee, den findet man sonst ja nur in Nordamerika, ist das richtig? Ja, hauptsächlich, weil es da wirklich richtig kalt ist und teilweise, wenn es Kunstschnee ist und richtig kalt ist, dann wird das schon richtig aggressiv, aber da ist eh ein bisschen der Naturschnee auch dabei. Also den ist nicht so aggressiv. Ich gehe mal davon aus, du bist ja ein alter Servicemann-Fuchs, dich kann jetzt von den Bedingungen her nichts mehr überraschen, oder? Ja, Überraschungen gibt es halt wieder. Gibt halt wieder ein neues Ding, wo man nicht weiß, was man jetzt tun soll, aber im Großen und Ganzen bei den wichtigen Schneeverhältnissen weiß man sowieso und weiß man meistens noch bis zum Schluss, passt es meistens schon wieder. An so einem Renntag, wir haben ja dann am Mittwoch den Super-G. Wie viel Paar Skier bereitest du da eigentlich für den Matthias vor? Eigentlich schauen wir, dass wir fahren nicht mit, wir wissen nicht ungefähr, was wir fahren. Okay. Fix fertig mache ich den eigentlich schlussendlich bis nach einer. Okay. Ja, eine Reserve vielleicht, dass er ein bisschen herrichtet, dass man, wenn irgendwas ist, aber im Groß, ja. Eigentlich nur einer an Ort. Und wie viel Paar habt ihr jetzt insgesamt mit jetzt, nur für den Matthias? 25, 30 Paar sind es. Okay. Wir dabei und okay. Und ich nehme mal an, das ist gleich mal der Siegerski da für einen Super-G, oder? Den du gerade da reparierst oder bearbeitest, um es so zu sagen. Nein, das ist eigentlich ein Trainingsski für heute, aber es ist eigentlich so ein ähnlicher Ski wie der Rennski. Okay. Aber der Rennski haben wir jetzt eigentlich heute nicht mitgenommen zum Training. Okay, ich nehme mal an, der ist auch irgendwo da versteckt und du wirst man sicher nicht zeigen wegen der Konkurrenz, oder? Nein, also den haben wir gut auf Seiten. Okay. Habt ihr da eigene spezielle Geheimcodes oder so? Man sieht ja immer auf den Skiern, gibt es so gewisse Nummern. Was haben die zu bedeuten? Ja, das sind halt die Skinummern. Okay. Also das ist nichts Geheimes oder so. Es sind halt die Skinummern für die jeweilige Ski. Okay. Also wenn jetzt von der Konkurrenz jemand kommen würde, der würde jetzt auch nicht gleich herausfinden, wo, sage ich mal, der Ski schlechthin ist, oder? Normal nicht, außer er hat im Training alle zugeschaut, welche Ski das man fahrt und beim Rennen, dann war es das vielleicht. Aber okay. Wie oft besucht dich der Matthias Mottl-Meyer hier im Container? Wie lange redet ihr da so? Normal halt so einmal am Tag, vielleicht ab und zu zweimal. Dann reden wir halt so viele Stunden, 20 Minuten, was wir machen und was wir tun. Und wie lange brauchst du, um eben so einen Top-Ski fertig präpariert zu haben? Ja, bis er ganz fertig ist. Brauchst du schon so 1,5 Stunden, 2 Stunden, bis er fix fertig ist. Wie viele Stunden verbringst du hier im Container? Einige, 12. 12 am Tag. 12 Stunden am Tag? Wahnsinn. Ja, und dann bearbeitest du nur die ganze Skier? Ja, okay. Genau. Und halt dann mit den Hang aufgehen, trainieren und den Start. Ja. Genau. Und eine abschließende Frage natürlich, nachdem du der Erfolgsservice-Mann bist, wie gesagt, dem Matthias Mottl-Meyer schon 2 Olympiagoldene beschert hast. Wie ist denn so der Matthias? Lass du da auch etwas springen einmal, wenn du den Top-Ski ihm so quasi herausfindest? Ja, das passt schon. Das
kommt, schaut schon ein bisschen was aus, das passt gut. Was hat es gegeben für die zwei Olympiasiege? Ja, das lassen wir jetzt im Raum. Alles klar. Nachdem du jetzt 12 Stunden hier im Container verbringen wirst, dann lassen wir dich jetzt in Ruhe, dass du für den Matthias den Siegerski, den Goldski, für den Super-G und am besten dann auch gleich für die Abfahrt dann am Wochenende eben bearbeiten kannst. Lieber Ingo Fink, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch jemanden grüßen zu Hause? Danke, alle, die wir mich kennen. Daheim, Family, schöne Grüße, heim. Danke. In diesem Sinne verabschieden wir uns hier aus Aure. Schöne Grüße nach Hause, Ingo Fink und meine Wenigkeit, Walter Unterweger für OE24 TV.